Hallo? Hallo, einen fröhlichen guten Tag, Spremen der Krull. Nee, die müsste ich kurz holen, wenn Sie einen Moment haben. Klar habe Ja. ich. Harald, Telefon. Keine Ahnung. Hallo, Krull. Hallo, einen fröhlichen guten Tag, Herr Krull. Ich Ja. bin die Frau Uferten von Strom- und Energieberatung. Und zwar habe ich Sie gestört wegen Stromvergleich. Sind Sie zu Hause? Ja, natürlich, klar. Ja, okay. Was zahlen Sie denn an Strom monatlich? Was mache ich? Was zahlen Sie denn an Strom monatlich? Für Strom. Ja, wie viel Euro? Was war das? Ich sah 60 Euro, so ungefähr. Aha, und für wie viele Personen denn? 2. Das ist mein Großvater, wohnt hier noch. Mit dem haben Sie gerade gesprochen. Aha, und wieso zahlen Sie denn so viel? Ja, weil die so viel von mir haben wollen, weil ich sonst keinen Strom krieg. Das ist einfach so, wirklich. Aha, okay, ich mach's für ihn günstiger. Dann Wirklich? zahlen Sie mich. Ja, ich mach's eh. Sie sind ja zwei Personen. Das ist einfach so. Ja, okay, ich schau mal, wie viel ich machen kann. Ich mach's für Sie dann 45 Euro. Glatt. Eine ganze oder halbe Stunde? Was für eine ganze oder halbe Stunde? Ich hab Sie nicht verstanden. Ne? Ja, das geht so immer mit Stunden beim Strom. Ja, wir haben dann 1200 kW. Das ist Ja. dann normalerweise für drei Personen. Verbrauchen Ja, kurz, wir sind zwei Leute hier, nur nicht das, und der ist eigentlich auch nur Gast hier, weil, weißt du, im Altenheim, da sind die mit Corona alle so am Durchdrehen. Ich habe den da rausgeholt. Das darfst du nur keinem sagen, weil eigentlich darf ich den ja hier nicht mit hernehmen. Okay, dann mache ich es glatt auf 40, okay? Das ist ja, weil, wird ja immer besser. Ich sag, komm, wenn wir schon am Verhandeln sind, können wir auch 35 machen, oder? Nee, das ist dann ein guter Verbrauch für euch. Man will ja nicht, dass die dann Nachzahlungen bekommen, oder, Herr Krö? Also Geld nehme ich immer gerne. Ja, okay. Ja, das Ich ist ja habe dann 40 richtig. Euro glatt gemacht Wie und komme ich dann denn den zu der Ehre? Das ist ja sonst, ich will zum Jahreswechsel ja immer teurer. Ja, und ich bin dafür zuständig. Ich bin Strom- und Energieberater, dass ich es Ihnen günstiger mache. Ach, ist voll, das habe ich neu, ich glaube, ich war im Fernsehen gesehen. Sie sind wie vom, wie heißt der, von der. Ich weiß nicht mehr, wie der Sie Typ von heißt. der Deutschen Energiemarktservice? Service. Ja, der Deutsche Energiemarktservice. Also wir sind in ganz Deutschland. Und Sie haben ja einen Zählerkasten, richtig, im Keller? Ah, ich finde, das ist echt gut. Das ist 40 Euro die Stunde. Das kriegst du hier, also in ganz Hamburg kriegt man Ja. das ja nicht. Also wenn ich hier bei mir die Reeperbahn langlaufe, 80 aufwärts, ich bin mit 60 komme ich schon gut. Das ist ein richtig guter Preis, du. Das ist ja. Du Ja, hast Spaß ich bei der habe Arbeit, kann gehört. das sein? Du bist die ganze Zeit am Lachen. Nee, ich mag nur die Kunden, mit denen ich rede. Deswegen. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Jetzt muss ich ja auch noch mal fragen, wann kann das denn losgehen? Weil es ist jetzt ja im Moment, ich habe halt, das ist Bei halt welchem schon Anbieter ziemlich. sind Sie? Also normal bin ich hier immer in der Hafenstraße bei der Lucinda. Nee, bei welchem Anbieter sind Sie? Ja, wie der Zuhälter von der heißt, weiß ich nicht. Sind Sie immer noch beim Grundversorger? Also haben Sie schon mal davor gewechselt oder sind Sie immer bei dem Also gleichen eigentlich Anbieter? bin ich ja immer sehr gut bedient worden. Ja, aber Sie zahlen jetzt zu viel. Deswegen, dann sind Sie nicht gut bedient. Ja, das ist halt die Frage, wenn bei dir bei gleicher Leistung oder besserer Leistung Ja. der Preis günstiger ist, sagst du, dann bin ich natürlich der Letzte, der nicht spart, weißt du, aber das Wichtigste ist natürlich immer, dass das einvernehmlich geschieht, weil Frauen sind mir Ja, klar. heilig. Das ist einfach Nee, so. nee. Also, ich erkläre es mal ganz kurz. Den ich Ihnen empfohle, ist ein Ökostrom.
ist aus 100% aus Wind- und Wasserkraft, also ist was Gutes für die Umwelt erstens. Als zweitens, die bekommen eine 24 Monate Preisgarantie, also dann bekommen sie keine Preiserhöhung dieses Jahr oder dieses Jahr. Und mich haben sie auch noch als Berater. Ich rufe sie jedes Jahr an, frag, wie es war. Und dann mache ich es ihnen jedes zweite Jahr günstiger. Das ist dann meine Arbeit auch. Also sie machen es mir alle 2 Jahre dann? Ja, alle 2 Jahre mache ich. Und das wird dann nicht höher, sondern immer runter. Naja, bevor sie es mir machen können, muss er erst mal hochkommen. Sonst funktioniert das ja gar nicht mit dem Niedrigmachen, oder wie verstehe ich das? Nee, also Sie waren ja bei 60 Euro. Jetzt mache ich es für Sie 40 Euro. Ja, richtig. In 2 Jahren. Dann mache ich es für Sie mit den neuen Preisen. Da wird es aber auch günstiger. Wenn die anderen dann 80 Euro bezahlen, dann zahlen sie zum Beispiel immer noch 40 oder 45. Oder 35. Das kann ich nicht wissen, die 2-jährigen Preise. Das ist natürlich. Das ist natürlich richtig gut. Aber ich bin ja christlicher Seefahrer. Es ist ja immer wichtig, dass die anderen auch was davon haben. Darum sage ich ja, es muss ja mal bei mir was hochgehen, weil du musst ja auch was haben von dem Deal. Sonst macht die Arbeit ja keinen Spaß, wenn man da einfach nur rumliegt wie so ein toter Fisch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Sind Sie bei Vattenfall? Seelt? Nee. Also bei Anbieter. Bei welchem Anbieter sind Sie? Hopfenstraße wohnen wir. Hopfenstraße, das sehe ich. Hamburg-Hopfenstraße 311, das sehe ich schon. Ja, das ist richtig, Reeperbahn. Bist du schon mal auf der Reeperbahn gewesen? Okay. Ja, okay, aber bei welchem Anbieter sind Sie? Also bei welcher Firma sind Sie gerade? Also ich bin Kapitän zur See. Ich bin angestellt bei der Hamburger Schifffahrtsreederei. Ich fahre die ganz großen Schiffe. Oh, ist ja was Gutes. Naja, das ist ja im Moment sind wir Seefahrer ja alle gestrandet. Wir dürfen ja nicht auslaufen. Darum lasse ich jetzt alles Mögliche in mich reinlaufen. Das ist ja aber auch nur. Das ist ja quasi mein Lebensinhalt. Das den ganzen Tag zapp, zapp, zapp und dann abends richtig schön. Weil wir dürfen halt nicht auslaufen. Also ich habe ja angefangen vor vielen Jahren. Inzwischen fahre ich die ganz großen Schiffe. Ich fahre die Mary Queen. Wie schön. Bist du schon mal auf so einem großen Schiff gefahren? Mein Opa ist auch ein Schifffahrer. Das ist super. Die Marine liegt ja im Blut. Der macht es schon seit er 16 ist. Und er ist jetzt gerade 66 geworden, ja. Genau. Und fährt er noch? Ja. Also. Er war auch, wir haben sogar schon gestern geredet, er war Nähe Deutschland. Deutschland, Italien dazwischen. Zwischen Deutschland und Italien, der muss ja halb auf Russland unterwegs sein. Weiß ich nicht. Das habe ich nicht gefragt. Der war nur da, die haben da angehalten für ein paar Tage. Also ist halt, der fährt er auch oder ist er Bordkoch? Der fährt schon den Schiff. Hat er auch die ganzen Patente gemacht? Ja. Weil ich habe ja. Das ist, sag ich mal, wenn ich jedes Mal 1 Euro dafür kriegen würde, wenn ich diese Geschichte erzähle, könnte ich in Rente gehen. Aber jetzt pass auf. Ich habe das Patent A, B, C und die 6. Jetzt halte ich gerade 5 Finger hoch. Und das ist, Alter, da darfst du die ganz großen Schiffe fahren. Wie schön, der hat das alles auch, der läuft immer mit deiner Tasche rum. Da sind die ganzen Sachen dann. Keiner kann die Tasche dann anfassen. Ja, das ist die Tasche von einem Kapitän ist heiliger als die Frau von einem Kapitän. Außer beim alten Harald, weißt du, mir sind Frauen absolut heilig. Ich habe mal einen indischen Kapitänskollegen. Eigentlich darf ich ihn nicht Kollegen nennen. Den habe ich in Bombay beim Umtrunk kennengelernt. Da hatte ich ein Mädchen da, ne? Rechts von mir meine Tasche. Da hat er, da ist wie bei Kim Jong halt immer der Atomknopf drin, weil du weißt ja nie, was passiert, ne? Und auf der linken Seite die Frau.
Dann kommt der und wollte sich zu mir setzen. Ich sag so, das ist meine Tasche. Er so die Hände hoch, so nach dem Motto, oh, ja, tut mir leid, wollte ich nicht. Dann geht er auf die andere Seite und will die Frau da wegziehen. Da sag ich, Alter, was ist los mit dir? Ja, ich will mit meinem Kollegen einen Trick. Sag ich, du kannst dich die Frau nicht anfassen. Ja, also bei uns in Indien. Und dann sitzt er da. Und dann hat er mir erstmal erzählt, wie die das mit den Frauen halten. Weißt du, da in Indien, da ist eine Ziege mehr wert als eine Frau. Und er hat das an dem Beispiel festgemacht, wenn du mit deinem Auto durch Kalkutta fährst. Ja. Stell dir vor, du sitzt im Auto, fährst durch Kalkutta. Dann fährst du mit deinem Auto gegen eine Ziege, die über die Straße läuft. Dann musst du dem Besitzer der Ziege den Schaden ersetzen. Wenn du jetzt aber mit deinem Auto durch Kalkutta durchfährst und aber eine Frau überfährst, dann muss der Mann von der Frau den Schaden an deinem Auto bezahlen. Sie sind doch verrückt, oder nicht? Schlimm. Ja, genau. Jetzt, Herr Krö, im Keller haben Sie einen Zählerkasten, richtig? Da haben wir einen richtig dicken Kasten, doch. Da ist der ganze Alkohol drin. Nee, ich meine den Zählerkasten für Strom. Da müssen wir einmal hingehen. Da steht die Zählernummer, damit ich ihn günstiger machen kann. Nehmen Sie Telefon einfach mit und dann gehen wir da hin. Ich finde das richtig gut, dass Sie mir das machen wollen so oft. Das, die Ehre habe ich selten. Ich bin ja froh, dass das nach all den Jahren noch funktioniert. Weil mein Arzt, der sagt, du kannst froh sein, wenn das noch im Handbetrieb läuft, aber ich bin sehr froh, dass es noch funktioniert. Ja, klar. Jetzt gehen wir einfach dahin. Ja, ich muss mir noch mal eben die Schuhe anziehen. Ja, klar. Ich warte schon. Ja. Ich habe heute Lust, noch ein bisschen zu singen. Wollen wir nicht ein bisschen feiern? Feiern kann ich gerade nicht, weil ich auf der Arbeit bin. Ja, nachher. Das ist ja. Oder habt ihr heute Nachtschicht? Hallo? Fräulein. Sie jetzt nicht mal. Ja? Ah, Sie sind gerade weg. Du bist gerade weg gewesen. Ich dachte, das Gespräch ist unterbrochen. Ich habe nur zugehört, was Sie gesagt haben. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ich hab schon ein bisschen was getrunken. Ich weiß gar nicht mehr. Was wollte ich machen? Schuhe anziehen und zum Keller laufen wollten. Ja, das ist, stimmt. Ich wollte Nachschuhe holen. Das ist einfach so. Ja. Warte mal eben. Alter. Was soll ich uns denn mitbringen? Trinkst du lieber schön rum aus Jamaika? Oder soll ich uns Sangria mitbringen? Ich brauche nur die Zählernummer von Ihnen, nichts anderes. Ah, das ist ja, hast du mir schon wieder einen Korb gegeben. Eben wolltest du es mir noch machen. Günstiger sogar. Ja. Aber das Angebot steht noch, oder? Ja, klar. Das machen wir jetzt mit Ihnen gemeinsam. Also ich habe das auch mal, da war ich auch mal, das war auch in Indien, da habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Da kam ich auch vom Schiff runter, ne, so in die Seemannsmission, weil ich bin ja christlicher Seefahrer. Und da kam da auch so eine indische Dame. Die kommt zu mir und sagt, Saki, Saki, $5. Sag, ja, $5, die habe ich gerade noch übrig. Da habe ich heute noch was von, wenn du verstehst, was ich meine. Die verteilen, was die verteilen, das bleibt dir dein ganzes Leben. Das ist einfach so. Also da rate ich auch immer den jungen Kollegen von ab, dass sie in Indien mit irgendwelchen Frauen mitgehen. Das ist einfach gefährlich, verstehst du? Das Leben ist zu kurz, anstatt dass man das auf dem Straßenstrich in Bombay verlieren sollte. Also die erste Treppenstufe habe ich schon geschafft. Okay, jetzt schaffen wir die anderen und danach haben wir schon die Zählernummer. Ich helfe Ihnen dann. Ja, das ist super. Also manchmal bin ich auf ein bisschen Hilfe einfach angewiesen. Weißt du? Ja, das ist einfach so. Wie lange musst du denn heute noch arbeiten? Ich habe noch über einer Stunde. Das ist ja nicht mehr ganz bis so lang. 18 Uhr. Ich glaube, das schaffen bis wir. 18 Uhr dann. Ich mache es Ihnen ganz schnell. Das schaffen wir. Ich sag's Ihnen schon mal.
In 15 bis 20 Minuten sind wir schon fertig. Ich finde das super, dass Sie mir das schnell machen. Ich bin nämlich auch nicht ganz so geduldig manchmal. Da muss das schnell gehen. Das ist einfach ja, so. Ja, ich mache schon ganz schnell. Und haben Sie auch Gas zu Hause? Ja, natürlich. Das ist hier... Aha, das ist ich hier. Wunderbar. Ja, weißt du, auf der Reeperbahn, sag ich, da ist das... Auf der Reeperbahn bist du ohne Gas aufgeschmissen. Was meinst du, aha, was hier... Und was zahlen Sie ein Gas? Also die letzte Dose, das ist schon ein bisschen her, dass ich die geholt habe. Die hat 20 Euro, glaube ich, gekostet. Weißt du, ich bin mal hier im Pennymarkt gewesen... Und da hat der Security-Mann, der hat da eine Frau rausgeworfen. Und dann wollte ich da dazwischen gehen und dann hat er mich auf den Boden runtergedrückt mit dem Knie auf die Brust. Und da habe ich mir gesagt hinterher, Harald, wenn du da Gas dabei gehabt hättest, dann wäre dir das nicht passiert. Und da habe ich mir Gas geholt. Und seitdem habe ich es auch nie wieder gebraucht. Verstehst du? Also, für eine Frau sollte erst recht Gas dabei haben. Aha. Und, aber Sie, im Haus meine ich, das Erdgas, beziehen Sie Erdgas zu Hause, das meine ich. Also, für ein Herd, ja, natürlich. Das muss ja auch irgendwo ach, herkommen. Wie viel Euro zahlen Sie? Wir heizen ja hier nicht mit Holzkohle, ne? Wir sind hier nicht in Bombay. Ja, manche machen ja das. Und wie viel zahlen Sie für Gas, dass ich es für Sie dann auch günstiger mache? Weißt du, muss ich tatsächlich, wenn ich gleich oben bin, nochmal nachgucken. Das weiß ich jetzt gar nicht. Okay, okay. Das machen wir dann auch. Wenn Sie dann hier zum Beispiel von 60 auf 40 machen, dann mache ich es da auch. Da haben Sie doppelt gespart. Also es ist ja quasi 2-in-1-Service. Sag mal, hast du, ich weiß ja, bist du offen für Sonderwünsche? Für was bin ich? Ob du offen bist für Sonderwünsche. Ob ich das mit dem Sonderwünschen mach? Ja, ja, natürlich. Das ist ja wichtig. Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Weil es mag ja nicht jeder, aber wenn du sagst, du machst das ganz schnell und vielleicht auch für zwei. Ich habe da noch einen guten Kumpel, der da vielleicht mitmachen würde. Ist halt die Frage... Ja, das kann ich Ihnen auch machen. Können wir dann gleichzeitig ran oder lieber nacheinander? Erstmal mache ich erst fertig und danach dem Kollegen. Würde es passen? Ja, ich muss ihn ja sowieso erst noch fragen, aber der hat immer Druck, bei dem geht das ja, immer. Ja. Und der freut sich aha, bestimmt, okay. Weil es ist bei uns in Hamburg ist ja momentan alles geschlossen, du kannst ja nirgends hingehen. Ja, dann mache ich es für ihn auch. Das ist so toll. Wie lange machst du das denn schon für andere Leute? Wie lang? Schon lang. Schon lang. Und machst immer noch. Machst das immer. Ist das befriedigend? Macht das Spaß? Ja, manchmal macht es Spaß, manchmal nicht. Wenn so nette Leute wie Sie sind, dann macht es Spaß, aber manche Leute. Die sind halt manchmal nervig drauf. Warum? Was macht leider nicht Spaß. Was sind sie? Sind die unsanft und grob oder was machen die dann? Die sind halt genervt von dem Tag und dann platzen sie hier aus, wenn wir anrufen. Ja, aber was soll denn sowas? Also ey, also wenn ich das schon schnell und günstig gemacht bekommen kann, sagt er, beschwere ich mich doch ja, nicht. Ja, manche verstehen das halt nicht so. Ich weiß auch nicht, was die Leute für Probleme haben. Weißt du, das und ist ja auch hier im Pennymarkt auch immer. Weißt du, ich gehe da immer nur für meine Sangria kaufen und die werfen mich immer raus. Sie sagen, ich hätte Hausverbot, weil ich da mal was geklaut hätte. Aber ich sage dann immer, weißt du, mein Junge, ich könnte dein Vater sein. Und ich bin Kapitän zur See. Aber das ist denen egal. Ja, genau. Und Herr Krull, sind wir beim Keller angekommen? Ja. Haben wir die Treppen geschafft? Natürlich. Okay. Und Zählerkasten, haben wir den auch gefunden? Ich muss erst noch irgendwie... Ich lehne gerade mit der Stirn gegen die Kellertür. Aha, okay. Ich muss machen die noch aufmachen. Ja, natürlich. Ja. An der Nordseeküste. Am plattdeutschen Strand. Sind die Fische im Wasser und selten an Land. Komm, muss mitsingen, Mädel. Ich kann nicht mitsingen. Warum? Ich bin auf der Arbeit, das kann ich nie machen gerade. Das ist Kunden. Kennst du das Lied wenigstens?
Ah, nee, das Lied kenne ich auch nicht. Das ist leider. Doch deutsches Kulturgut. Das bringe ich dir mal bei, das auf meiner Flöte zu spielen. Okay, das können Sie machen. Gerne. Mal gucken, wenn du das auch so schnell hinkriegst, dann kommst du gerade noch ins Fernsehen. Was soll ich jetzt machen? Jetzt unter dem Barcode steht dann die Zählernummer. Unter was? Barcode? Da ist so ein Barcode, da steht dann Zählernummer oder Eigentumsnummer. Schauen Sie mal. Was ist ein Barcode? Ich kenne nur Fagott, das sagen die in Amerika immer. Nee, nicht sowas. Also, da muss dann Zählernummer stehen. Zählernummer. Woher weiß ich denn, welches meines ist? Hier sind, weiß nicht, wie viele Figuren hier in der Seemannsmission leben, aber hier sind sehr viele Uhren. Bei welchem Stockwerk leben Sie denn? Ich wohne im 4. Stockwerk. Okay, da muss das dann stehen, draufstehen. Im 4. Stockwerk zum Beispiel rechts, links oder Mitte. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Brille mitgenommen. Ich hoffe, das lohnt sich, dass ich mir die Mühe mache, dass du mir das dann richtig, ja, richtig klar, schnell das machst. Ja, lohnt. Ich mach's ja günstiger. Ich finde das so toll. Ich finde das, dass ihr das sogar telefonisch schon anbietet, weil so früher musste man ja immer gucken, dass man da nicht erwischt wird, wenn man sich da nach guten Preisen umschaut auf der Straße, und heute geht sowas alles am Telefon. Ja, genau. Ich bin da richtig. Telefon und krieg dann alles nach Hause zu Ihnen. Macht ihr das eigentlich auch so, weil ich habe ja auch mal Tage, wo ich mal nicht so vor die Tür will. Macht ihr das auch im Internet? Im Internet? Nee. Die machen es doch manchmal im Internet. Zum Beispiel im Internet sind da 500 Anbieter und ich habe hier im System über 2500 Anbieter. So dann ist es besser. Nee, aber so viele verschiedene, das kriegt man ja gar nicht alle durch. Also wenn dann. Das mache ich wie im Laufhaus, weißt du, eine feste und da gehe ich dann immer hin, weil ich weiß, das ist. Die Preise sind gut, der Service ist gut und die Leistung, die muss halt auch stimmen. Also schnell ist eigentlich ja gut, aber wenn man manchmal einfach nur entspannen möchte, dann darf das auch gerne mal langsam sein, verstehst du? Okay. Und bei dem Zählerkasten sehen, da muss dann Nummer oder Zählernummer stehen. Können Sie das sehen? Was steht da alles drauf? Da steht so einiges. Soll ich das vorlesen? Okay, schauen Sie bei den Nummern, was da davor steht, bei jeder Nummer. Eigentumsnummer. Eigentum der Mimon Baraka GmbH. Eigentumnummer, richtig? Ja, da steht Eigentum der Mimon Baraka GmbH, Doppelpunkt. Und dann steht da 06. Ja. 92. Okay. 04. Okay. 36. Okay. 92. Okay. 01. Und da steht davor Eigentumsnummer, richtig? Das ist Eigentum der Mimo und Baraka GmbH. Mimo und Baraka? Ja. Mimo und Baraka. Okay. Kannst du mal die andere Kulturmusik im Hintergrund ausmachen? Das irritiert mich. Das kann ich leider nicht. Das ist im Geschäft gerade hier offen. Was ist offen? Habt ihr ja gerade so eine Orgie laufen oder was ist da los? Nee, das Musik läuft von selber. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass da keiner sitzt mit einem Affen auf der Schulter und Lieder singt, aber weißt du, wir Seefahrer, wir haben ja eher so das Piratentum im Hintergrund. Ich habe mir mal angewöhnt, ich wollte immer einen Papageien auf der Schulter, aber das hat die Reederei verboten, weil die gedacht haben, vor der afrikanischen Küste werden wir schon beschossen, weil die uns für Piraten halten. Das heißt, Leute, die sehen doch, dass wir gar keine Kanonen haben. Und keine schwarze Fahne. Aber man kann ja nicht sicher genug gehen, weil so ein Tourist ist ja manchmal, da ist so ein alter Seefahrerwitz. Was ist der Unterschied zwischen Touristen und Terroristen? Na komm. Touristen gehen halt irgendwo in andere Länder und sehen was Neues Sachen und machen guten Feiertage
Und Terroristen killen halt irgendjemanden. Ja, das ist ja das, was der normale Mensch sagen würde. Aber weißt du, wenn du dein ganzes Leben lang mit Touristen zu tun hast, dann sagst du, der einzige Unterschied, den es zwischen Touristen und Terroristen gibt, ist, Herr Krull, ist das da auch ein Spielerkasten. Ist das richtig? Ist der jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Der einzige Unterschied zwischen Touristen... Warte mal, ich muss dir die jetzt erzählen. Der einzige Unterschied zwischen Touristen und Terroristen ist ganz einfach, dass die Terroristen auch Freunde haben. Touristen mag niemand. Die nerven einfach nur. Hast du das verstanden? Ja, verstanden. Es ist einfach so. Okay, ich höre jetzt gleich alles auch nochmal zu. Nur, damit sie wieder hochkommen, einmal brauche ich für Gas die Zählernummer. Die haben wir ja auch beim Gaszählerkasten. Soll ich da jetzt auch noch hinlaufen? Der Gaszähler ist ja gerade auch da daneben bestimmt. Ja, das einfach ist eine 180-Grad-Drehung, schaffe ich gerade. Das schaffen wir alles zusammen. Die Nummer haben wir ja schon gefunden, ne? Sehen Sie? Ich finde das total toll, dass wir uns so schnell auf eine schnelle Nummer geeinigt haben. Ja. Geht das immer so schnell bei dir? Nee, manchmal nicht. Ich muss manchmal zugeben, manche Leute können das nicht finden, aber sie beim ersten direkt die Eigentumsnummer, ja. Ja, es ist schlimm, wenn die Kundschaft den Eingang nicht findet, ne? Ja. Ja, es ist ein Amateur, aber weißt du, bei uns christlichen Seefahrern, da ist das alles überhaupt gar kein Problem. Wir kriegen da das Einlaufen schaffen. Aus welchem Land kommen Sie denn? Aus Deutschland normal? Ja, natürlich. Ich komme aus Griechenland. Ist das so? Ja. Woher denn da? Selanik. Das sagt mir jetzt tatsächlich gerade nichts, aber ich bin auch stockbesoffen, das Sophia. Muss nichts heißen. Wissen Sie? Sophia heißt du, das freut mich, dich kennenzulernen, ich bin der Herr. Ich heiße nicht Sophia, in Griechenland, da gibt's auch ein Sophia. Also ein Platz, wo Sophia heißt, daher komme ich auch. Ich heiße Celine. Ach, das ist ja auch ein sehr schöner Name. Ja, danke sehr. Das ist einfach so. Ah, ja. Mir ist so schlecht. Erinnere mich mal daran, dass ich nicht mehr ganz so viel trinke morgen. Okay, das werde ich machen. Ja, ich hätte dann gerne für morgen 16 Uhr hätte ich gern Weckanruf, weil morgen ist der fröhliche Freitag beim Pennymarkt. Da gibt's immer Prozente auf den Schnaps, da muss ich hin. Aber ich bezweifle, dass ich das schaffe, rechtzeitig aufzustehen. Ja, das ist einfach so. Die beste Zeit für Liebe ist jetzt. Ja, machst du es eigentlich auch am Telefon oder nur persönlich? Nee, nur am Telefon. Ach so. Gut. Ja. Aber wegen dem Corona-Sachen, da müssen wir vom Telefon ausmachen. Du musst dein Telefon jetzt ausmachen. Das ist für dich aber schade. Nee, das muss ich nicht. Wir sind ja noch nicht fertig. Deswegen. Erstmal gehen Sie zum Gaszähler noch. Das ist aber ein tolles Rollenspiel. Das hat auch noch keiner gemacht, mich durchs ganze Haus zu schicken. Ich bin ja dann die erste Person. Ja, natürlich. Du hast ganz schöne Fantasie. Das muss ich dir ja echt lassen. Ja, das ist einfach so. Wie viele Leute hast du heute denn schon schnell glücklich gemacht? Heute waren's. Ich habe noch nicht gezählt. Also mal, du musst ja. Kleinvieh macht auch Mist, oder wie? Zählst gar nicht mehr mit. rein, raus, rein, der nächste. Randa, Geld muss fließen. Das okay, ist haben einfach Sie jetzt so. Den Gaszähler gesehen? Ja, natürlich, ich stehe direkt davor. Ich kann mein, Spiegelbild im Glas sehen und dabei fällt mir auf, dass ich verdammt gut aussehe. Ja, wie schön. Das ist einfach so. Und die Katze vom Nachbarn treibt sich hier auch schon wieder rum. Komm mal her. Mögen Sie Katzen?
Ja, klar. Ich habe einen Hund, aber keine Katze. Ich mag die ja am liebsten mit einer Zitronenscheibe und einem Schuss Wodka. Das schmeckt die am besten. Ja. Das ist einfach so. Und wann wolltest du jetzt hierher kommen? Wir kommen nicht daher. Warum nicht? Das machen wir ja per telefonisch. Ach, darum das ganze Rollenspiel. Ja, das ist, Was für ein Rollenspiel? dass ich durchs ganze Haus laufen soll und sag, zieh dir mal die Schuhe an, mach mal dies, mach mal das. Eigentlich ist das ja eher so, dass ich dir die Befehle gebe. Auf Nee, Deck. ich mache sehr günstiger und Sie helfen mir. Also bist du jetzt der Captain? Ja, gerade bin ich's. Und ich brauche dann einmal die Gaszählernummer von Ihnen, die Eigentumsnummer wieder. Dann Ei. gehen Sie wieder hoch Also ich und dann mag mache das. ich es fertig. Bist du schon mal Schiff gefahren? Ja, bin ich. Ich mache das Aber jeden Sommer. auch hast aber noch nicht das Kommando gehabt, oder? Doch, paar Mal, aber nicht so lang. 5 bis 10 Minuten. Ja, guck mal, also wenn wir jetzt schon bei Rollenspielen sind, ich bin da ja auch sehr kreativ. Du bist jetzt der Kapitän und ich bin der Schiffsjunge. Und wenn du jetzt irgendwas von mir möchtest, dann musst du sagen, sieh zu, dass du das machst, sonst gehst du über die Planke. Okay, sieh zu, dass du es machst, sonst gehst du übers Planke. Haben wir Ah, super, so. Super, jetzt? ah, Ja, okay. Jetzt ja. einmal die Eigentumsnummer von Gas, bitte. Jawohl, Captain sagt nicht bitte, der Captain gibt Befehle. Verstehst du Okay, das? ich will jetzt die Eigentumsnummer von Gas. Sag noch, du Arschloch, hinterher. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, das muss auch, du, wenn wir hier Rollenspiele machen, das muss authentisch klingen. Nee. Nee, sowas sage ich nicht. Hol die Zellernummer, du Arschloch. So macht man das in der Hamburger Kneipe. Ich sag auch, wenn ich mir meinen Wodka bestelle, dann sage ich auch, Franziska, du Schlampe, bring mir den Wodka. Wenn ich das nicht sage, ist sie beleidigt. Verstehst du das? Oh. Gib mir den Befehl, Okay. Captain. Ah, so ein Befehl kann ich nicht Ja, geben. aber das mit der, gib mir die Nummer. Okay, gib mir die Nummer jetzt bitte. Oh. Oder nur gib mir die Nummer. Keine Bitte, keine Bitte. Schon viel, du machst dich langsam. Wenn das so weitergeht, wirst du Korvettenkapitän. Hör zu. Ich kann ja aber jetzt nicht rumschreien. Das kann ich ja nicht machen, Ja, weil ich ne, hier arbeite. ja, ne, wenn du schwer, sag, du hast einen schwerhörigen alten Mann am Telefon. Ich kann auch meinen Großvater noch mal holen. Da musst du wirklich schreien, dass der dich versteht. Soll ich den holen? Ja, okay. Aber ich Ja? kann jetzt gerade, gib mir die Nummer. Also ich kann so Ja. nicht schreien. Ja, benutze versaute Worte. Okay, Was haben jetzt will Sie? ich einmal die. Ja, jetzt will ich die Gaszählernummer einmal haben. Okay? Jawohl, Captain, das ist 1-0 Okay. Okay. 2-9-6 Okay. 3-4-0 Ja. 2-9-6-0 Okay. Wie viel Euro zahlen Sie für Gas? Da muss ich, habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt, da muss ich es nachgucken. Okay, dann gehen wir ganz schnell hoch Jawohl, und wir Captain. finden. Captain, Ja? wer hat heute Schrankdienst? Sie. Ich habe Schrankdienst. Ja, du hast Schrankdienst. Das ist nicht gut. Das tut vom letzten Mal noch so weh. Weißt du überhaupt, was Schrankdienst ist? Hallo? Ja, Ich habe können Sie gefragt, ob du überhaupt weißt, was Schrankdienst ist. Das war die Verbindung im Keller wohl mich nicht so. hören? Nee, Sie können mir einfach erzählen, wo Sie hochgehen und da höre ich einfach zu. Ich soll dir erzählen, wenn er hochgeht? Ja, Sie gehen ja jetzt hoch und sagen Ich bin Sie mir schon die dann, dass Sie ganze, ein Gas zahlen. bin schon die ganze Zeit oben. Okay, dann finden Sie raus, was Sie an Gas zahlen. Und dann sagen Sie mir die Anbieter und dann mache ich es in 5 Minuten fertig. Dann sind wir schon fertig. Und dann können wir weiterreden. Finde ich gut. Weswegen hattest Ja, du überhaupt okay. angerufen? Ich habe das schon wieder vergessen. Dass ich es günstiger mache. Deswegen Ach habe ich ja, angerufen. Also. du bist die Discount Lady.
Ja, genau, die Discount Lady bin ich. Das ist einfach so. Was heißt 40, hast du gesagt, ne? Ja, 40 € zahlen sie jetzt, aber ich brauche einmal für Gas auch 50 zahlen, Ja, damit ich es wieder günstiger machen guck mal, kann. wenn du jetzt so eine Dame in Indien wärst, dann würdest du jetzt kommen und sagen, Saki Saki $40. Und dann würden die Leute reihenweise Verträge mit dir machen. Ja, genau. Das ist Okay, einfach haben so. Sie jetzt die Verträge gefunden im Ich muss erst mal nach oben laufen. Haus? Okay, jetzt Bitteschön. laufen wir ganz schnell nach oben, weil wir haben es eilig. Warum? Schiff fährt Oh nein, das kann ich ja nicht. Da will ja nicht schuld dran sein, wenn wir zu spät kommen. Sonst beschweren sich die scheiß Touristen wieder. Das Dreckspack. Das ist das einzig Gute an Corona ist, dass Hamburg nicht mit Touristen überläuft. Aber ich habe du in Hamburg auch wunderschöne Stunden verbracht. Ja, Da genau. habe ich so eine tolle Frau kennengelernt. So, das ist unbeschreiblich. Das ist einfach so. Weißt du, da habe ich Frau und Kind für sitzen lassen. Was hast du? Wir laufen hier jetzt gerade hoch, damit wir die Vertragsunterlagen mit euch finden. Sprichst du Russisch? Nee, kein Russisch. Du musst rufen, dabei, dabei. Das heißt schneller, schneller. Aber ich bin ja nicht Russe, deswegen kann ich es ja nicht machen. Das ist egal. Wir sind doch im Gedankenspiel gerade auf der russischen Okay, Admiral dann Kornatsjew. so Das muss böse klingen. Du bist russische U-Boot-Kapitänin. halt. Ich muss dann lachen, das kann ich nicht machen, okay? So Sagen bist du. Jetzt wir beherrsch dich einfach, doch mal, meine Güte. Bist du betrunken was oder ich? ist hier los? Ja. Ich hoffe mal, ich bin nicht betrunken. Ja, das ist schade, dass du es nicht bist. Was meinst du, wie viel Spaß man mit dir erst hat, wenn du so richtig einen Intus hast? Okay, Ja, das ist sind einfach. wir jetzt oben? Ich Herr Kruss, haben befinde mich 7 nautische Meter vor der Haustür. Das ist wir es geschafft? Okay, unerreichbar die 7 Meter weit. schaffen wir noch und dann machen wir Tür auf und gehen rein. Ja, ich muss gerade mal kurz in der Hosentasche nach meinem Schlüssel suchen. Okay, holen wir die Schlüssel raus. Ich hole ihn raus. So, den Gefallen tue ich dir jederzeit. Alter, ist mir schlecht, ey. So, warte mal. Also, ich nehme dich jetzt mal mit in meine Kajüte. Aha. Opa, ist das Essen bald fertig? Ha, was bitte? Ich habe gefragt, ob das Essen bald fertig ist. Ja, ich arbeite dran. Okay, wir sind ja jetzt drin. Jetzt So, brauchen wir die ich Unterlagen. habe gerade mal geklärt, demnächst ist der Kartoffelgratin fertig. Da können wir essen. Okay, also erstmal machen wir das fertig und dann essen wir, okay? Ja, das ist einfach so. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, genau. Erstmal die Arbeit. Und jetzt Und schön nehmen Sie die günstiges Unterlagen Vergnügen. und sagen mir, wie viel Sie an Strom zahlen. An Strom sage ich ein Gas. Ja, ich muss gerade ins Logbuch gucken. Okay. Ich glaube, das war ein Schluck zu viel. Aha. Ist 42 Euro. An Gas bezahlen Sie. Okay, und bei welchen Anbieter sind Sie? Schauen Sie mal nach. Ich musste kurz meinen Monokel aufsetzen. Das ist die Firma Chensilas. Zenzila? Chensilas. Zenzidas, die Firma Zenzidas. Nee, Chensilas. da muss. Zenzidas. Schauen Sie woanders. Das ist nicht richtig. Ach nein, das ist hier. Das ist Brief vom Gericht. Aha. Nee, nicht Brief vom Gericht. Das war der Typ vom Pennymarkt, der mich rausgeworfen hat. Verstehst du das? Wem flüsterst du da? Sind die Piraten an Bord?
Hey. Captain. Ja, Captain, ich mache jetzt Vattenfall. Euer Anbieter ist Vattenfall. Warum? Und jetzt mache ich... Ich habe gerade gefragt, mit wem du im Hintergrund am Flüstern bist. Du hast mir keine Antwort gegeben. Das ist Anstiftung zur Meuterei. Meuterer gehen über die Planke. Nee, das war mein Chef war da, deswegen musste ich ihn mal ganz kurz antworten. Deswegen habe ich hier... Ja. Sie zahlen Strom und Gas bei Vattenfall, richtig? Warum redet er dauernd hinten rein? Das ist unhöflich. Nee, er redet nicht dauernd hinten rein. Er hat nur gefragt, ob sie bei Vattenfall sind. Gib mir den okay, mal. Okay, kann ich schon machen. Okay. Guten Tag, Herr Krull. Ja, guten Tag, hier ist Krull, Kapitän zur See. Hätten Sie die Güte und den Anstand, meine Konversation mit der jungen Frau nicht in einer Tour zu unterbrechen? Sonst gehen Sie über die Planke heute Abend. Okay. Ich leite Sie dann kurz weiter. Ist das verstanden? Ich habe es verstanden. Ich wünsche Ihnen nochmal eine schöne Schiffsreise, ja? Ja, natürlich. Die werde ich haben. Okay, ich leite es mal kurz weiter. Ja, machen Sie dann weiter. Ja, ab in die Kombüse, Junge. Okay, jetzt sind wir beide wieder. Hat er sich bei dir entschuldigt? Ja, das hat er gemacht. Er hat sich entschuldigt. Gut, das ist auch das Mindeste. Ich habe mal... Ja, genau. Ich hatte auch mal indische Bedienstete und zwei Pakistani, weißt du? Ja. Die haben Schwache auf der Schiffsbrücke gehabt. Handy aus? Also können Sie auf eine SMS dann zurücksenden? Ich werde gleich schicken. Also die Leuchtpistole ist im Bug hinten, aber das ist erreichbar, weißt du? Meine Wohnung ist ja nicht so groß wie die Mary Queen. Nee, nicht wegen Wohnung oder irgendwas. Ich werde gleich eine SMS schicken. Okay? Ich hab nur, da willst du meine Funkkoordinaten vom Funkgerät kann ich dir geben. Nee, nicht die Funkkoordinaten oder irgendwas. Ich schick nur eine SMS und das schicken sie mir dann zurück, okay? Also ich bin, weißt du, das Problem ist ja, wenn du auf hoher See unterwegs bist, du hast quasi nirgends Telefonempfang. Ich hab sowas gar nicht. Ich habe ein Faxgerät. Ich habe ein Faxgerät und einen Drucker. Ah, haben Sie E-Mail? Ja, natürlich. Und können Sie gerade auf ein E-Mail draufklicken? Ist schlecht, der Großvater sitzt gerade am Computer. Und SMS bekommt ihr nicht? Ich habe kein Mobilfunktelefon. Ach so, die haben das nicht. Okay, warte. Ich bin christlicher Seefahrer. Ja, genau, das sind Sie. Ja, das ist einfach so. Okay, dann schaue ich mal, wie ich es machen kann. Am besten schnell und ordentlich. Ja, es wird dann schnell und ordentlich. Einmal brauche ich von Ihnen dann die E-Mail-Adresse. Hallo? Ja, wie heißt die E-Mail-Adresse? Von meinem Großvater? Nee, von Ihnen. Ja, aber der Großvater ist jetzt ja gerade am Computer. Ja, Sie nehmen einfach für 5 Minuten weg, machen die Arbeit und dann sind wir fertig. Ja, aber der hat jetzt ja seine Internetstunde. Das ist mit dem Betreuer so vereinbart. Soll ich den wegschicken? Ja, aber das dauert nur für 2 bis 5 Minuten, damit wir es fertig machen. Aber erstmal brauche ich Ihre E-Mail. Ja, das ist... Bist du noch da, Captain? Ja, ich bin noch da. Ja, Captain ist da. Ja, das ist Hamburger. Hamburger heißt die E-Mail-Adresse? Ja, der erste Teil davon. Hamburger, ja. Original, also wie Original auf Englisch mit E, nur ohne Y dahinter, verstehst du? Original, okay.
61, das ist quasi mein Geburtsjahr. Okay. Hätte da ja lieber 69 hingeschrieben, aber ist halt nicht mein Geburtsjahr, nee. Okay, und danach @gmail.com. Ja, das ist einfach so. Okay, es war... Okay, dann war es richtig. Original, wird das mit I geschrieben? Original. Zwei I sind da, glaube ich, sogar drin. Wenn ich das jetzt nicht... Okay, zwei I, okay. Dann haben wir es richtig. Wie ist denn... Ich habe dich jetzt ja im Prinzip auch angemeldet für das nautische Patent A. Wenn du das Patent A hast, kannst du B und C machen. Da brauche ich jetzt aber auch noch deine Telefonnummer und deine E-Mail-Adresse. Ja, genau, das machen wir dann später. Jetzt habe ich die E-Mail geschickt. Schauen Sie drauf. Haben Sie die E-Mail bekommen? Nee, ich muss ja erstmal an den Computer. Okay, gehen Sie an den Computer. Opa, jetzt mich mal an den Computer ran. Nee, das ist jetzt meine Zeit. Ich darf jetzt im Internet sein. Es ist aber wichtig, so, es geht um ganz schnellen, edlen, günstigen Service von der Felicitas. Nee, das ist jetzt, ich will jetzt meine Serie angucken. Du kannst deine Serie gleich weiter gucken. Nein, ich habe das Recht mit dem Betreuer vereinbart, dass ich jetzt den Computer benutzen darf. Alter, wenn du jetzt nicht weggehst am Computer. Ich zieh den Stecker aus dem Scheißding. Das schaffst du gar nicht, der ist hinter dem Schrank. Da bist du viel zu betrunken dafür. Ja, warte mal ab, alter Mann. Ey, bist du noch da? Ja, klar bin ich da. Der will nicht da. Ich sag dir was, ich geh jetzt zum Sicherungskasten und mach die Sicherung raus. Dann steht der bestimmt auf. Sagen wir einfach, es geht um Sparen. Und sagen wir einfach, dass sie dann da beantworten müssen. Warte mal. Er wird schon verstehen. Hallo? Ja? Ich darf aber an den Computer dran. Das ist mit dem Betreuer so vereinbart. Weil ich muss ja auf eBay meine Sachen verkaufen von meiner Frau. Und da ist die beste Zeit zwischen 16 und 19.45 Uhr. Die Stoßzeit von 19.33 bis 19.45 ist dabei besonders wichtig. Mhm. Hallo? Ja, ich kann schon verstehen, aber den Computer brauchen wir nur für 5 Minuten. Er muss nur auf was draufklicken und dann sind wir fertig. Da können Sie weitermachen. Ja, es aber die Zeit fehlt mir dann ja hinterher. Mir fehlt dann doch die Zeit. Die kann mir doch keiner wiedergeben. Nur fünf Minuten. Ich das letzte Mal einer Frau in Gefallen getan habe, ist hinterher mein Haus weg gewesen. Nee, keine Angst, sowas mache ich nicht, ich bin nicht so böse. Ich hab ja auch kein Haus mehr, ich hab ja nur noch den Computer, das ist ja alles, was ich noch habe. Ja, aber es dauert nur 2 Minuten, bitte, aber es dauert 2 Minuten und dann sind wir fertig. Mir macht das Angst, wenn ich so unter Druck gesetzt werde. Nee, nicht unter Druck setzen, keine Angst. Wir haben auch mit dem Herr Krull geredet. Er braucht nur 2 Minuten des Computer, dann sind wir fertig. Versprochen. Bekomme ich den Computer dann hinterher wieder? Ja, klar. In 5 Minuten ist der Computer wieder bei euch. Versprochen. Wird der abgeholt? Nein, der wird nicht abgeholt. Ich hole nichts ab. Ich mach's nur günstiger, den Strom und den Gas für Sie. Ich hab die Rechnung doch aber bezahlt. Ich find das nicht gut, dass Sie den jetzt holen wollen. Nee, die Rechnung habt ihr bezahlt. Ich mach's nur günstiger. Also jetzt nur 5 Minuten das Computer abgeben. Also wenn Sie den jetzt holen wollen, mein Nachbar hier, der ist von der Polizei, dann gehe ich da gleich rüber und sag dem das. Ich hole Ihr Computer nicht, keine Angst. Einfach nur Computer Ihren Sohn geben
und dann machen wir es mit ihm fertig in 5 Minuten und er gibt's euch weiter. Es dauert nur. Dann nimmt der mir den weg. Die wollen mir den Computer wegnehmen. Nee, der kann das nicht machen. Versprochen, ich lass sowas nicht zu, okay? Jetzt hat er den Strom ausgemacht. Harald! Ich hab dir gesagt, du gehst von dem Computer weg. Also kannst du nicht einfach den Strom ausmachen. Was denn jetzt mit dem Essen im Ofen? Ja, dann musst du den Strom jetzt wieder anmachen und ich gehe an den Computer. Hallo? Hallo? Ey, ich ja? Sehe, der Trick hat funktioniert. Er ist vom Computer weggegangen. Okay, sind Sie jetzt vom Computer? Nee, ich will jetzt gerade noch in der Küche, weil da ist der Sicherungskasten. Okay. Das ist einfach so. Warum sind Sie vor dem Sicherungskasten? Ja, ich habe den Strom ausgemacht, damit er vom Computer aufsteht. Weil wenn der Computer aus ist, dann kann der den ja nicht mehr benutzen. Weil ich kann dem ja... Weißt du, ich bin ja christlicher Seefahrer. Ich kann dem ja nicht einfach auf die Fresse hauen. Auch wenn er es manchmal einfach nur verdient hat. Ja. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ist nicht so schlimm. Ja, wenn Sie sich einloggen würden, mal lassen Sie sich Zeit. Ich habe Zeit, alles gut. Also wirklich, wenn Sie sich einloggen, wenn Sie drin sind, sagen Sie mir Bescheid. Ja, das merkst du dann schon, wenn ich drin bin. Er sagt, können Sie mir ruhig Bescheid geben, ich warte. Na gut, wenn das alles... Gut, irgendwann stumpft man halt auch ab, ne, was das Feingefühl angeht. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Ja. Ich muss so ein Passwort eingeben. Wie gesagt, loggen Sie sich ein, ich warte. Ja, alles klar, ich warte. Das ist falsch, das Passwort. Ich habe mich wohl beim Passwort vertippt. Ich leg dich einmal kurz zur Seite, ja? Ja. Moment bitte. Das gibt's doch gar nicht. So, sag mal, mein Passwort war doch immer Eunuch im Neoprenanzug, oder? Ha! Hab ich dich kalt erwischt, du Hund? Sag mal, was hast du mit dem Computer gemacht? Ich hab das Passwort geändert, weil du mir immer meine Zeit am Computer wegnimmst. Jetzt entscheide ich, wann der Computer anbleibt. Sag mal, du willst mich doch... Das ist meine Wohnung, das ist mein Computer. Und das ist mein Bier, was du da in der Hand hast. Du machst jetzt sofort den Computer wieder an. Ich schwör's dir. Nein, der bleibt aus, bis ich da wieder dran darf. Hallo? Sag mal, willst du mich denn völlig verarschen, oder was? Wer? Mach dieses scheiß Ding wieder an. Was denn? Ich sag dir, Hallo? Natascha, bist du noch da? Ich bin nicht Natascha. Wer ist denn Natascha? Celine. Ja, sag ich doch. Ich sag, der hat mein Passwort am Computer geändert. Mach den Computer an, ich schlag dich tot, Mann. Das heißt doch nicht, das sagst du nicht nochmal zu mir. Ich hab gesagt, mach den Computer wieder an, sonst schlag ich dich tot, Alter, mit der harten Baguette-Stange aus der Küche. Du hast mir das letzte Mal gedroht, du Wicht. Es ist ja weggelaufen, Alter. Ich glaube, es hackt nicht mehr richtig. Ich habe meine Frage. Heißen Sie jetzt Harald oder? Ja, natürlich. Okay, alles klar, gut. Nee, weil, warten Sie mal, Harald Krull. Doch, Hamburg, ist doch richtig. Ja, natürlich. Warum sollte das nicht richtig sein? Oder wolltest du woanders anrufen? Nein, ich habe das Gespräch eben übernommen. Ich bin ja die Vorgesetzte. Die Celine hat mir das weitergeleitet, damit ich das mit der E-Mail-Bestätigung mache. Und sie meinte irgendwie, dass der Opa am PC ist oder irgendjemand und dass er sie nicht dran lässt oder so. Deswegen. Ja, wo ist denn jetzt die Celine? Na, die ist hier neben mir. Ja, gib mir lieber wieder. Was ist das für euch für ein Gebaren, dass da immer die Leute ins Gespräch reingehen? Das ist nicht die feine Hamburger Art.
wir kommen auch nicht aus Hamburg. Ja, das ist, ihr seid jetzt aber gerade zu Gast in Hamburg. Gib mir mein Mädchen wieder ran hier. Ja, die kommt jetzt gleich. Dann ja, ich warte. Ich warte so lange. Hallo? Hey. Ja? Ich bin aber daneben, ja? Wenn was ist. Ich leite dich jetzt weiter. Wie, was meinst du? Hallo, ich bin da. Was ist denn da los, sag mal? Da ist nichts los. Ich hatte gerade ganz kurz was zu tun, deswegen war ich weg. Keine Angst, ich bin da. Ja, sag mal, die setzen dich da doch unter Druck, oder was? Nee, keiner setzt mich hier unter Druck. Sie müssen einfach nur... sind Sie jetzt beim Computer? Ja, natürlich. Ja, okay, jetzt haben Sie die E-Mail bekommen, richtig? Das weiß ich nicht. Das alte Arschloch hat das Passwort vom Computer geändert. Oh, okay. Können Sie mal fragen, was das Passwort ist? Ja, das habe ich versucht. Ich guck noch mal, wo er hingelaufen ist. Okay. Ey, ich glaube, das ist... Ich bringe den zurück ins Altenheim, ich sag dir das. Nee, sagen Sie sowas nicht. Alter, das ist mein Computer. Den habe ich mit meinem hart verdienten Geld gekauft und hier hochgetragen. Und er ändert mein Passwort. Stell dir mal vor, der vergisst das Passwort, dann komme ich nie wieder an meine Filme dran. Oh nee, der hat bestimmt nicht vergessen. Fragen Sie einfach mal ganz ruhig und dann machen wir es jetzt fertig. Bei Ihrem Vater? Wo ist der? Hast du gesehen, wo der hingelaufen ist? Nee, ich hab nicht gesehen, wo er hingelaufen ist. Das ist Scheiß, Alter. Das gibt's doch alles nicht. Es ist mein Computer. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, jetzt brauchen wir aber das Pinwort, weil ich muss das jetzt in 15 Minuten fertig machen, dann habe ich Feierabend. Du hast gesagt, ist das schon 18 Uhr? Alter, oh, ich muss dringend kacken. Nee, wir haben noch nicht 18 Uhr, heute gehe ich ein bisschen früher nach Hause. Deswegen machen wir es ein bisschen schneller mit Ihnen. Jetzt haben wir 15 Minuten Zeit, müssen das ganz schnell machen. Ja, er hat sich in irgendein Zimmer bestimmt reingesetzt. Ich muss gucken. Okay, gehen Sie ins Zimmer rein. Da ist er auch wieder nicht. Warte mal. Es ist das ein Tag, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass mir heute noch sowas passiert, weißt du. Da stehst du auf, kippst drei Flaschen rum weg und dann klaut dir einer den Computer. Das ist wie so ein schlechter Film, Alter. Das ist einfach so. Hey, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Haben Sie ihn gefunden? Nee, ich glaube, der ist raus. Ich will da ins Treppenhaus gucken. Warte mal. Okay, sitzt, jetzt müssen manchmal, wir aber schneller machen. Manchmal setzt er sich auf die Treppe. Okay. Warte mal. Ich guck mal. Ich glaube, ich höre unten Schritte. Ich laufe Richtung Keller. Hallo? Hallo?
Herr Kult! Hallo! Können Sie mich hören? Okay, jetzt machen wir so... Da ist irgendeiner, so ein Typ, der will mich ja mitnehmen. Ich sag dir das. Nee, nee. Da nimmt euch keiner mit. Wir machen das jetzt mit Ihnen leichter. Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Herr Kohl? Hören Sie mich? Der bedroht mich, Alter. Kannst du das hören? Okay, okay, okay. Das machen wir dann so. Ich mach's für Sie leichter, okay? Jetzt mache ich eine kurze Aufnahme mit Ihnen. Herr Krull, Sie haben aber keinen Empfang. Können Sie da irgendwo hingehen, wo Empfang ist? Herr Krull, ich zähle jetzt bis drei. Wenn Sie bei drei Telefon nicht aus der Hand gelegt haben, muss ich Pfefferspray einsetzen. Alter, du bist doch völlig bescheuert, Alter. Ich bin christlicher Seefahrer. Herr Krull, hallo? Letzte Warnung. Eins. Adin. Zwei. Drei. Ah, da bist du bescheuert. Das brennt in den Augen, Alter. Ah. Herr Krull, Sie sind hiermit festgenommen. Sie haben das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. Sie können Widerspruch einlegen und sich auf der Station die Augen waschen. Sie werden zwangsvorgeführt in psychiatrische Klinik bei Mimon Baraka GmbH. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ich mach dich sowas von fertig, wenn ich wieder was so ein raues Wunder erlebe. Ich fahre die ganz großen Pette, das ist einfach so.